Es war eine rauschende Eröffnungsfeier einer neuen Filiale. Hat sie was von irgendwelchen kranken Leuten erwähnt? Im Flugzeug oder am Flughafen? Nein, sie hat nur gesagt, sie hätte einen Jetlag. Der Mensch berührt sein Gesicht im Durchschnitt pro Minute 3 bis 5 Mal. In der Zwischenzeit fassen wir Türklinken an, Wasserhähne und andere Menschen. Beth! Nein, geh rauf in dein Zimmer, Schatz! Wir haben also ein Virus und haben weder einen Behandlungsplan noch einen Impfstoff. Diese Krämpfe heute früh, hatten Sie das schon hat mal? Hat sie aus der Krampfanfälle? Nein. Allergien? Seit gestern Abend 32 Fälle. Sie ist leider gestorben. Okay, darf ich denn jetzt mit ihr reden? Mr. Emhoff, Ihre Frau ist tot. Was erzählen Sie mir denn da? Was ist mit ihr passiert? Was ist mit ihr passiert? Könnte vielleicht jemand die Vogelgrippe als Waffe benutzen? Wäre das möglich? Die Vogelgrippe muss gar niemand als Waffe benutzen. Das machen schon die Vögel. Sehen Sie genau hin. So überträgt es sich. Die Frage ist nur noch, in welche Richtung. Am Tag 1 waren es 2 Menschen, danach 4 und danach 16. In 3 Monaten sind es 1 Milliarde. Darauf scheinen wir zuzusteuern. Sie berufen die Nationalgarde ein, verschanzen den Präsidenten. Es gibt eine Massenpanik. Herr Schwindel! Die Sache wird kippen. Man verschweigt der Welt die Wahrheit. Lassen Sie die Proben verschwinden. Vernichten Sie alles. Hallo. Geben Sie mir die Namen aller Reinigungskräfte, die hier in meinem Zimmer waren. Das ist ein Notfall. Sie dürfen nicht in Panik verfallen. Ich weiß. Ich bringe Sie nach Hause. Ich habe auch Familie, Dr. Cheever. Wir alle. Reden Sie mit niemandem, fassen Sie niemanden an. Halten Sie sich von anderen Menschen fern. Steigen Sie in Ihr Auto! Sie sind nicht krank! Es erforscht uns schneller, als wir es erforschen. Es mutiert. Ich bin nicht infiziert. Ich bin nicht infiziert, bitte. Nichts ist so gelaufen, wie es sollte. Es gab 6 Milliarden Menschen auf der Erde, als die Infektion ausbrach. Ich bin ein Überlebender in New York City. Ich bin jeden Tag am South Street Seaport um die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht. Gut geschlafen? Ist dein Gemüse. Nicht nur rumschubsen. Ist es. Das ist kein Spiel. Morgen, Hank. Ich bin die G-Titel schon halb durch. Im Kino. Dad, du hast mich mein Leben lang beschützt. Jetzt werde ich dich beschützen.
Das Leben ist auf deiner Seite, nicht auf meiner. Such mich nicht, ich bin in Sicherheit, mir geht's gut. Mr. Vogel? Mit diesem Infektionstyp würde ich sonst niemanden entlassen. Dad! Sie müssen sich an die Regeln halten. In 8 Wochen beginnt die Quarantäne. Sie wird mehr Zeichen von Aggression als von Hunger zeigen. Wenn das passiert, verabschieden Sie sich und bringen Sie sie in Quarantäne. Ich habe deiner Mutter versprochen, auf dich aufzupassen. Die Quarantäneregeln gelten für alle. Was ist mit dir? Ich kann nicht sehen. Was? Ich glaube, ich habe mich gestern bei den Patienten angesteckt. Sag mir, was ich machen soll. Sind Opfer der grassierenden Blindheit. Die weiße Seuche ist hoch ansteckend. Es gibt keine äußeren Anzeichen einer Erkrankung oder andere Symptome. Es gibt keine Heilung. Mitbürger und Mitbürgerinnen, angesichts des Ernstes der Situation gilt unser Hauptaugenmerk der Eindämmung. Möge Gott uns beistehen. Das Einzige, das schlimmer ist als zu erblinden, ist als Einzige zu sehen. Es gibt Männer. Es gibt Frauen. Eines Tages, Junge, wirst du dich verlieben. Und du wirst leiden. Tisch 7, das ist dein Karma. Raus damit! Es gibt Wärme. Tada! Ach, ich weiß nicht. Normalerweise falle ich auf Arschlöcher rein. Haben Sie Hunger? Gut. Tja. Das war ein verrückter Abend. Es gibt Hoffnung. Ich habe jemanden kennengelernt. Aha. Ich bin bescheuert. Ein Infizierter! Räumt die Bude schnell! Ich möchte lieber allein sein. Es gibt Dunkelheit. Also Panik vermeiden. Es gibt so viel Hass. Hör auf, Michael! Hör zu! Es gibt Licht. Erzähl mir etwas. Irgendwas? Ich meine etwas, das sonst niemand über dich weiß. Etwas, das ein Geheimnis ist. Das dürfte Panik auslösen. Fuck! Scheißmehl! Das war nicht ich. Bitte
Liebe. Wo steckst du? Bleibt nichts. Vor langer Zeit, da lebte eine Frau, die hübscheste und wundervollste Frau auf der ganzen Welt. Nein, Sie haben sie gerade angefasst. Sehen Sie her. Nein, bitte, tun Sie das nicht. Das sind doch nur Kinder. Aufhören! Eines Tages wurde sie von einem Monster angegriffen. Aber dann kam ein Mädchen zur Hilfe und tötete es. Und die Frau sagte, Melanie, du bist mein besonderes Mädchen und ich werde dich niemals gehen lassen. Sie hat mich gerettet und Sie haben immer noch Angst vor ihr? Ja, und die sollten Sie lieber auch haben. Ich entwickle einen Impfstoff und sie ist der Hauptbestandteil davon. Was bin ich? Hoffnung. Genau das bist du. Ich will einfach nur leben. Das will doch jeder. Sie mag sie. Was zum Teufel ist das? Die Welt bricht zusammen. Du kannst sie retten, Melanie. Du kannst die gesamte Menschheit retten. Was hast du getan? Zu Hause. Zu Hause. Gemeinsam! Stark! Wir wollen euch nichts tun! Wir sind gemeinsam durch die Hölle gegangen! Wir haben 4 Jahre gebraucht, um dieses Virus zu bekämpfen! Aber wir haben überlebt! Dieses Virus wurde von Wissenschaftlern entwickelt in einem Labor. Die Affen können nichts dafür. Wem soll ich denn sonst die Schuld geben? Die haben den halben Planeten ausgerottet. Wenn wir gegen sie kämpfen müssen, dann kämpfen wir! Es gibt noch eine Möglichkeit. Ich habe eine Idee. Ich muss mit Caesar sprechen! Das ist euer Zuhause. Und ich will es euch nicht wegnehmen, versprochen. Aber es kommen andere Menschen, Soldaten. Verstehst du? Was ich sagen will. Zu Hause. Ja. Familie. Zukunft. Ich habe sie gesehen. Ich habe gesehen, wie sie sind. Sie wollen dasselbe wie wir überleben. Sie wollen keinen Krieg. Die werden uns angreifen. Das sind wilde Tiere. Nein, nicht schießen. Es muss einen anderen Weg geben. Caesar!
Wir müssen losfahren. Ihre Mission lautet, die Überlebenden zu retten und ins Lager zurückzubringen. Sie gehören zu Team 314. Wir freuen uns wirklich, dass Sie dabei sind. Achtung, Tore öffnen sich in 5, 4, 3. Stellen Sie sich vor, es wäre ein Spiel. Das hilft. Wie viele hast du heute getötet, ha? Das war kein Spiel. Viel Glück. Ist er verschwunden? Lebt es in einem Dschungel? Nein. Sag doch ja, dann ist es nie raus. Oh. Ist es richtig schnell? Nein. Lebt es vielleicht in den weiten Ebenen Afrikas? Nein. Hey! Was ist da los? Bin gleich wieder da. Daddy, sei vorsichtig. Jerry? Steigen Sie sofort wieder ein! Bleiben Sie in Ihrem... Hier. Jerry? Jerry, was ist los? Passiert das weltweit? Kommen die woanders besser damit klar? Wissen wir nicht. Ich hab Angst. Glaubst du denn, sie kommen? Sie kommen. Fertig. Lauft, Leute, lauft! Kommt! Hier weg! Sie müssen uns helfen. Sie wollen, dass ich meine Familie im Stich lasse. Ich zwinge Sie zu nichts. Aber tun Sie nicht so, als wären Sie nicht der Richtige für den Auftrag. Liebling? Sag den Kindern, ich komme zurück. Schatz! Keine Angst, ich komme wieder zurück.